Was geht ab? Ich bin Alex. Wir sind bei Monkey Punch. Boom! Nein, Scherz, Freunde. Ich bin Alex von Monkey Punch. Ich bin auch Alex. Und habe heute mal wieder ein Vlog für euch. Ein bisschen was Privates, was Besonderes für mich. Und zwar, ich bin eingeladen für Monkey Punch nach Frankfurt. Und dort treffe ich den Schauspieler Rick Cosnett. Wer? Aus The Flash. Freeze, please. Or do you want to find out the hard way? You're not faster than a bullet. Wer? Und Vampire Diaries. What's up, Doc? How did you find me? Wer? Genau der war das und super cool in der Serie. Mal gucken, ob er in echt auch so ist. Cooler als ich kann er eh nicht sein. Das Geile ist ja auch noch, ich habe mir gestern die letzte Staffel oder die einzige Staffel von Flash reingezogen und bin dadurch natürlich extremer Fan, obwohl die Serie mir am Anfang gar nicht so gut gefallen hat. Die Serie verbirgt einige Logikfehler. Von vorne bis hinten, komplett Mainstream. Familientauglich? Mein Fazit geht gar nicht. Aber zum Ende hin wird die echt geil. Vielleicht kriege ich ja irgendwas raus, wie es in der nächsten Staffel wird. Werden wir mal sehen, ne? Wir wurden eingeladen, weil ein guter Freund von mir einen Film mit ihm gedreht hat und die brauchen noch Audioaufnahmen. Ich habe gesagt, natürlich, wir machen auch Hausbesuche. Keine Sorge, ich bin nicht irgendein Versicherungsfuzzi. Ich bin nur von der Mafia und wollte Schutzgeld eintreiben. Hotelbesuche. Ich nehme mein Equipment mit, mein Phantom Browner. Phantom Browner, Phantom Browner. Ja, wir nehmen das einfach mal im Hotel auf. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Gleich geht's weiter. Ach ja, der lässt sich ein bisschen Zeit. Yeah, bitches, 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 bitches. Die dumm, die dumm. Da kommt ein schöner Z4. Guck mal da rein. Und ab geht's. Okay, ist zu dunkel, ich kann es nicht zeigen. Wahnsinnshotel. Heftig. Und wir haben den Rick gerade schon unten in der Lobby getroffen. Wir gehen jetzt hoch auf sein Zimmer. Gucken mal, dass wir jetzt die Aufnahmen machen und so weiter. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Sachen aus ihm rausquetschen kann. Nass. Okay, das war ein bisschen nah die ganze Zeit, aber egal. Wir sehen uns gleich. Hey, Monkey Punch, this one's for you, buddy. Yeah. No worries. So, jetzt sind wir wieder in Köln. Es war verdammt geil in Frankfurt. Aber ich habe irgendwie verpeilt, ein Outro zu machen. Beziehungsweise ich habe es versucht. Guckt selber. Hallo. Ja, und genau das war das Problem. Ich wollte gerade ein Video machen, da kamen die Mädels rein. So, kann man auch nichts machen. Auf jeden Fall, es war ein geiler Abend mit dem Rick. Super sympathischer Kerl, hätte ich nie gedacht, dafür, dass er jetzt so ein Serienstar, Hollywoodstar, keine Ahnung, wie man es nennen will, wird. Ich bereue es auch gerade, dass ich das T-Shirt nicht mitgenommen habe. So eine Unterschrift wäre schon cool gewesen, aber kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich habe noch rausgefunden, beziehungsweise rausgequetscht bekommen, was in Staffel 2 passiert. Und ich darf es euch nicht erzählen. Bitches. Ach, scheiße. Aber ihr solltet gespannt sein, weil die Staffel wird tausendmal besser als so, wie die erste angefangen hat. Noch was, wir haben Fotos gemacht. Und noch mehr. Und noch mehr. Und super sympathisch, der Kerl. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Bock habt auf irgendwelche privaten Vlogs oder sonst was, schreibt uns in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wir sehen uns im nächsten Monkey Punch. Ach, du bist auch noch da. Anscheinend hast du unser Video bis zum Ende reingezogen. Und wir hoffen einfach mal, dass du dir die anderen Videos auch noch reinziehst. Die hier oben. Oder? Alles angucken, würde ich sagen. Monkey Punch.